Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge ARK. Wir haben gerade ein Safe Game geladen, denn wir hatten ja, gerade kurz einen flackernden Himmel, wollten das überprüfen, haben das überprüft. Dafür haben wir ein bisschen rumgetestet mit den Einstellungen. Und das Endergebnis ist, dass unser Safe Game, was wir jetzt geladen haben, tatsächlich ein bisschen der Zeit hinterherfliegt. Das heißt, der Anfang hier von den hättet ihr tatsächlich, kanntet ihr schon. Das heißt auch, dass ich Alex nicht vom Triceratops runtergeschossen habe und er mich damit nicht komplett erneut hat. Das heißt, streng genommen sind wir echt liebe Menschen. Ihr wisst aber natürlich, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist. Ja, true. So, ich kaufe dir wieder ein paar Sattel schon? Wie bitte? Den Sattel? Och, das wäre jetzt wirklich kacke, wenn ich den nicht hätte, ne? Yep. Kannst du mal ins Inventar gucken vom Dino? Da ist er nicht drin. Dann habe ich ihn nicht. Dann war das davor noch. Ja, geil. Okay. Okay, ich gehe Leder farmen. Aber warte, ich habe aber kein Leder. Also ich habe kein Leder, aber vielleicht hatte ich eben auch kein Leder. Okay, dann gehe ich jetzt mal farmen, ne? Ja, 35 habe ich schon. Wie viel brauchst du? 140 meine ich. Okay. Oh, das klingt ungefähr. Ja, da kriegen wir schnell hin. Du hast einen Blick auf den Dino? Ja. Alter, wie er auch vorhält, der blöde kleine Kackhaufen, ey. Kleiner Scheiß. Ist das dein Ernst? Sind die jetzt beide hintereinander kaputt gegangen beim ersten Hit? Krass. Das war jetzt echt heftig. Meine Speere sind einfach beide beim ersten Hit kaputt gegangen. Ja, gut. Das sind halt die Knochenspeere, ne? Ja, das ist halt. Die sind halt natürlich kacke. Auch random. Aber fühlt sich dann trotzdem irgendwie immer ungerecht an in dem Moment. Ja. So, Bärenfarm lohnt sich jetzt gar nicht mehr, weil wir das gleich richtig krass können, ne? Ja, ja, ja. 72 habe ich jetzt. Okay, ja, ich hole hier. Ich habe hier noch so ein Mosch-Ding da vor mir. Ach, wer ist denn die Dinger nochmal? Richtig am Abmoschen. Mosch-Ups. Ja, den halte ich schon mal ein bisschen in die Richtung, habe ich. Ist da Pause oder bin ich abgestürzt? Ja, du bist abgestürzt dann. Alles klar, schreibst du? Stopp. Pause, please. Jo. Alex down. Also, das hier oder so. Ah, okay, jetzt kann ich nicht mehr schreiben. schwierig. Ich wechsle einmal, sagst du, wenn du wieder drin bist, dann wechsle ich einmal hoch. Ich wechsle kurz einmal hoch. Max, ich kann nicht mehr schreiben. Ich komm in den TS rein, wenn du wieder Go machen kannst. Ja, gut. Cool. Ja, aber was? Einfach nur Arc Down oder was? Ja, ja, Arc einfach. Ja, da, sowas kann natürlich öfter passieren, aber wie ihr seht, wir können einfach pausieren. Es ist kein wirkliches Problem. Und die Serverpause ist auch perfekt, weil es geht dann einfach nicht weiter. Und es ist da nicht alle pausieren und drücken nichts und der Moshop läuft mir weg, sondern es ist halt jetzt einfach wirklich perfekte Pause. Ja. Ja, an dieser Stelle kann ich auch schon mal sagen, dass, falls ihr Kommentare in der letzten Folge geschrieben habt und das Gefühl habt, ey, Johnny geht gar nicht darauf ein, das Problem ist quasi, dass wir natürlich die Folgen Montag bis Freitag hochladen, die aber ja vorher alle aufgenommen haben von der Woche. Das heißt, ich kann immer erst Ende der Woche dann zu euren Kommentaren Stellung nehmen, werde das natürlich ein bisschen in den Kommentaren machen, aber montags könnt ihr dann immer damit rechnen, dass wir da ein bisschen mehr drauf eingehen und gebt uns ja da gerne auch Feedback. Ich muss sagen, eben die zweite Folge hat mir schon richtig Bock gemacht. Die erste war, ich war ein bisschen nervös, ich war ein bisschen fuck, ich will nicht verkacken. Auf einmal hatte ich ein hohes Level, dachte, boah, alles geil. Und in der zweiten hat mir echt Spaß. Und das wird natürlich auch immer sein, auch wenn vielleicht der eine oder andere jetzt sagt, die nehmen wir es gar nicht so trap, wie ich dachte. Das ist immer der Spagat für uns zwischen. Wir wollen Spaß haben, wir wollen, dass ihr Spaß habt, wir wollen, dass die Tryhard sehen wollen, auch glücklich sind. Das wird uns nicht immer gelingen, aber wir geben da halt einfach unser Bestes. Jetzt hat sich Arc aufgehängt, oder was? Alter, dieses Spiel manchmal, ne? Ja, ist halt, nö, ist halt manchmal so. Da kann man natürlich nicht so viel machen. Aber der Himmel flackert nicht mehr, ne? Ui, toll. Das ist halt schon mal ein enormer Vorteil. Und ja, ansonsten, denke ich mal, ist der Plan, sollte eigentlich für die Folge gewesen sein, wir ziehen um. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt zeitmäßig reicht. Ich habe aus Gewöhnung, habe ich Pupke gestartet. Warte. Du alter Troll, du. Uff. Da. So. Ja, ist jetzt halt natürlich. Läuft eigentlich der Timer weiter? Weiß man das? Ja, ich denke, der läuft weiter. Okay. Na gut. Ah, du versuchst jetzt also wieder Arc zu starten, ne? Ja, ja. Also der Plan ist. Ich kann euch das jetzt leider auch nicht zeigen, weil ich kann gar nichts drücken während der Pause. Aber der Plan ist quasi, wir sind gerade sehr weit östlich
und wir wollen quasi nördlich in die Mitte, weil wenn die anderen spawnen in der Mitte und im Süden und es ist sehr, wobei andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich Leute im Norden suchen würde, würde ich die genau da suchen, ne? Also ich glaube eher so ein bisschen zentralisiert ist gar nicht schlecht. Glaubst du wirklich? Weil ich würde halt wirklich... Ja, so ein bisschen nach rechts oder links verschoben. Achso, ja. Ich meine, wir sind halt jetzt ganz rechts am Ende. Das ist halt auch nicht schlecht, ne? Ja. Aber da sind halt auch Spawnpunkte drumherum. Und gerade... Ja. Also es gibt ja diesen... Ja, er soll mal anpausen, weil ich habe halt einfach schwarzen Bildschirm. Okay, ich wechsle mal hoch und sag Bescheid. Eine sehr gute Idee wäre. Bitte einmal anpausen, der Alex hat noch einen schwarzen Bildschirm. Wir hoffen, dass der dadurch weggeht. Ja. Channel switched. Okay. Jo. Geht bei dir? Läuft. Läuft. Danke. Okay. Dann? Ja, Max geht gerade runter in den Channel, ja, ich halt zu sagen. Ja. Dass auch alle ready sind. Und damit geht's weiter. Wo ist der? Ich hab ihn verloren, oder was? Ich bin so ein Idiot. Ah, hier ist noch einer. Vielleicht war er das. Aber wenn er Blutspuren hat? Oh, ich hab ein Blutspuren gehört. Ja? Können wahrscheinlich schon. So, ich hab jetzt 91 Leder. Ich hab beide gepult. Vielleicht haben die ja Bock, mich in meiner Nähe zu bleiben. Also wie gesagt, ich habe 91 Leder, ne? Ja, ja, das reicht. Ich komme zum Ding. Jetzt sehe ich allerdings nicht, wie viel Leder ich hier rauskriege. Ah, kann ich irgendwie den Chat schließen? Nee. Nee. Ich glaube, der blendet sich dann automatisch aus. Chat ausblenden aktiviert ist ja links oben, ne? Ah ja. Ja, ich konnte gerade irgendwie nicht sehen, wie viel... Oh, ich kann die ganze Zeit nicht sehen, wie viel ich aufsammle. Also was ich aufsammle. Kann man das irgendwie ausstellen, habe ich das vielleicht? Ich glaube ja. Da gibt es vielleicht sogar ein Dings dafür. Das ist natürlich jetzt ärgerlich für mich gelaufen, ne? Ja, aber ich gleich mal gucken. Kannst du mir droppen? Ist im Dino. Achso. Der Dino geht ab. Was macht der Dino? Er ist aufgewacht. Der ist jetzt bei uns, ne? Ja. Benenne deinen Triceratops. So, wie nennen wir ihn denn? Komm, sag mal was. Haben wir vorhin nicht gemacht. Holz. Ja, das Thema hatten wir eben schon mal. Wie hast du denn den eben genannt? Nicht. Nicht? Wow. Nein, einfach, ich habe ihn nicht benannt. Ach so, ich dachte, ja, dann nenn ihn doch, ja. Dicker. Nee, oder? Ja doch, der ist schon dicker. Ah. Hans-Peter. Hans-Peter, von mir aus, warum nicht? Ich habe halt immer noch keine Anzeige von, was ich droppe und generell keine, ne? Ja, dann hast du das Dings ausgeblendet. Ja, wie macht man das weg? Weiß ich nicht. Dann musst du gucken. Warte mal, ich guck mal in die Tastatur, ich habe ja nicht die Aufnahme. Ja, dann machst du jetzt einfach mal, machst du mal weiter und ich guck mal. Ja, ich crafte hier währenddessen auch unseren Sattel. Ja, ich sehe schon, bewegt sich schnell. Achtung, hinter dir ist was Böses. Hinter dir ist wirklich was Böses, oder? Nee. Nee. Hä, wieso ist jetzt meine Maus so schnell? Alter, dieses Kackspiel! Ich komme näher. Bald bin ich da. Ja, Leute, sowas kann natürlich öfter passieren. Ne? Wie gesagt, ich habe hier keine Ahnung von dem Game im Groben und wir versuchen uns hier natürlich immer wieder dran. Jetzt habe ich zwei Sattel. Wir hatten schon Sattel. Der war aber nicht da drin. Dann war der nur in meinem Inventar, ich dummer Idiot. Boah, bin ich dumm. Oh Mann. Johnny. Boah, das war ja wirklich super dämlich. Na gut, okay, damit haben wir natürlich jetzt ein bisschen Zeit verplempert. Und vor allem hätte ich das Leder super gut für die Rüstung. Kann man auch die Sachen abreißen? Welche? Ich sehe jetzt noch nicht, wie viel Damage ich mache. Das ist ja wirklich komplett doof. Ja, ich habe es noch nicht gefunden. Ja, da müssen wir noch einen Triceratops zähmen. Ja, ich glaube, ich würde das Ding einfach mal neu starten. Mhm. Weil ich denke, das hier ist wahrscheinlich einfach so ein... Ich kann mir vorstellen, dass das sogar ein Bug ist, oder? Nee. Tja, ich kann ja. Mach du einfach weiter, ich guck gerade. Ja, gut. Backspace. Backspace? Ja. Oh, du bist ein Gott. Vielen Dank. Wow. Das war natürlich jetzt ein
Harter Troll. Ja, okay, sorry. Jetzt habe ich natürlich reingekackt. Kann man das nicht abreißen und ich krieg das Leder wieder vom Sattel? The person geht nicht mehr. Bei mir schon. Vielleicht ist dein Mausrad kaputt. Hey. Du reitest jetzt mit dem Sattel wieder in die alte Base. Alter, ne? Dieses Spiel ist so verbuggt. Uff. Da muss sich noch einer über PUBG beschweren, ey. Ja, im Zweifelsfall kann ich das gerne machen, wenn ich das wirklich mache, aber... Kann ich noch gerade ein paar Sachen hier reinladen bei dir? Bleib mal gerade stehen, oder? Ja, warte. Was habe ich denn, weil ich loswerden will? Machen wir ein paar Steine rein. Ja, sonst lass uns doch jetzt hier einfach mal gucken. Narko-Bären. Ich meine, umziehen können wir gleich noch. Ja. Aber dann lass uns hier einfach mal reingucken, ob wir hier nicht eine schöne Stelle finden. Okay, dann machen wir Wohnungsbesichtigung. Also, siehst du, guck mal über das Wasser rüber, ne? Siehst du das da ganz hinten? Ah, das zählt aber vielleicht nicht mehr dazu. Nee, das zählt definitiv zählt auch nicht mehr dazu. Mein Fehler. Ja, wir können uns eine kleine Insel schnappen, können wir machen. Ist erlaubt. Kommt man da mit dem T-Rex hin? Ja. Wenn wir eine Brücke bauen, ja. Ja, nee, das ist, ne? Gentleman Agreement. Ja. Ansonsten haben wir hier eine Höhle. Aber da wird wahrscheinlich fieses Gedöns drin sein. Und ich glaube, Höhlen hat er ja auch komplett ausgestellt, dass man da überhaupt bauen kann. Also ich glaube, das ist serverseitig geblockt. Warte mal, lass uns da mal eben reingucken. In eine Höhle? Ja. Ich will einfach nur mal gucken, was da so geht. Ich weiß gar nicht, wo du bist gerade, wenn ich jetzt. Ich schlag hier gerade mal so ein. Okay. LOL! Okay, wenn der sich nicht bewegt, dann. Hä? Bei mir schlägst du gar nichts. Echt? Achso, nee, du hast Hans-Peter einfach stehen lassen, oder was? Ja. Aber ich weiß gar nicht, wo du bist. Wo bist du denn? Im Höhleneingang! Ich weiß, Alter, dreh dich doch einfach mal rum und guck nach dem Namen! Alter, das ist nicht so schwierig. Alex, ich sehe nix hier. Dreh dich nach links. Hinter dir. Ah, tatsächlich, hi. Uff. Okay. Du willst hier in die Höhle rein, okay. Warum hast du das Bedürfnis zu sterben? Oh, was machst du denn hier? Na, den habe ich gerade umgebracht. Ah, du bist ja ein krasser Typ. Du gibst mir einfach mal 110 Leder. Alles klar. Okay, nice. Dann kann ich ja. Warte, lass mich gerade noch die Lederausrüstung kaufen. Oh! Was ist das? Ist ein Bär. Wo ist ein Bär? Ja, geradeaus. Achso, ist das schlimm? Ja. Können wir den killen? Mögen einen nicht so gern. Nee, aber man kann sofort hier Kristalle holen. Sollen wir den Bären killen? Warte mal, ich guck mal, ob wir hier ein Dings stellen können. Kann ich den Bären killen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind ziemlich stark. Ich hole einfach noch schnell ein paar Kristalle. Also ich kann ihn abschießen, ne? Ich bin ready. Ja. Oh, obwohl, vielleicht können wir einen Zähmen. Warte. Da machen wir jetzt mal was Cooles. Warte, nicht. Noch ich habe nicht genug Pfeile für den. Elfmal? Ja, ich habe nur noch 11. Warte mal, ich guck. Geh du schon mal raus? Ja, ich bin. Ich guck mal schnell, was der für ein Level ist. 60. Also die sind, wenn man ihnen nicht so lange zu nahe kommt, sind die, glaube ich, nice Zahlen. So. Ich gehe mal gerade zur Base wieder, ne? Okay. Why? Um Narko-Bären reinzumachen, damit wir weiter Narkose-Shit haben. Okay. Aber hier ist scheinbar gar nicht unsere Base. Nee. Das war genau der Fehler, den ich vorhin hatte. Ja, aber hier ist doch der große Baum, lol. Nee. Das ist viel weiter südlich. Okay, wo bin ich denn hier? Oh shit, that's true. Ja. Ah, fucking. Okay, lass uns mal gucken, ob wir hier irgendwo ein Lager tatsächlich machen wollen. Nee, dann komm doch einfach schnell mit. Komm mal zurück zur Höhle. Ja, ich bin auf dem Weg. Und dann zeige ich dir, wo wir waren. So, wir haben ungefähr eine Viertelstunde. Ich würde sagen, wir versuchen hier tatsächlich noch einen Spot zu finden. Ja, also ich finde die Höhle eigentlich ganz geil. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, irgendwas war mit Höhlen. Ziemlich geil. Höhlen sind tatsächlich nicht erlaubt oder so. Oh, mein Wasserschlauch ist leer und ich muss was trinken. Ja. Dann zeigt natürlich. Aber hier ist ja unten eigentlich gleich. Ja, ich geh mal zum Wasser. Ja, ich muss sagen, also Höhle war irgendwas, da war was. Und ich weiß auch nicht, ob da ein T-Rex reinpasst. Oh, doch, das ist das Ding, ja. Da passt kein T-Rex rein. Dann ist dadurch das Ganze... Base muss mit Dings erreichbar sein. Nee, der muss auch, also ja, aber das ist halt nicht wieder reingehen. Das ist halt auch wieder Gentleman Agreement, ne? Findest du? Ja. Ah, finde ich nicht. Ah, aber doch.
Das muss ja einfach nur dazu da sein, dass sie die Wände einreißen können. Nee, du. Wenn wir ganz vorne die Wände dran machen, da wo er noch reinbeißen darf? Ich glaube, das ist quasi genau das, was. Ne? Also dafür ist ja das Gentleman Agreement da. So, okay. Super schwer für mich hier zu predikten. Sollen wir eher. Okay, wir laufen jetzt wieder ein bisschen Richtung Norden, war der Plan? Ja. Okay, du bist ja schon wieder am Basteln irgendwas, ne? Nee, ich bin zum Wasser gelaufen. Achso, weil du so langsam warst. Nee, ich weiß auch nicht, warum ich so langsam war. Irgendwas war da. So, warte mal, okay. Du musst jetzt mal. Kannst du mal das Leder in das Ding machen? Ja. Ja. Oh, Was? Ich wollte gar nicht reiten. Halten F für mehr Optionen. Ist Inventar öffnen. F ist direkt auf das Dino-Inventar zugreifen. Okay, das ist gut. Ich mache nämlich gerade mal einmal die Ledersachen für uns. Boah, wie. Leute, ich weiß, dass ihr die Folge wahrscheinlich mit am meisten gelitten habt, weil ihr gesehen habt, dass ich schon einen Sattel hab. Und ich dann Leder sammeln gegangen bin, um einen Sattel zu machen. Das fällt mir jetzt erst auf, wie schrecklich das für euch gewesen sein muss. Ja gut, aber jetzt können wir noch einen zweiten zähmen und haben direkt einen Sattel, ne? Ja, müssen wir aber natürlich auch erstmal finden, ne? Ja, da vorne ist einer. Echt? Ja. Ja, dann zählen wir in der Folge einfach noch rein. Ja, komm, dann. Lass jucken, Paul. Brauchen wir dann nicht zwei? Ist gleich rum. Ja. Ist gut. Da können wir auch viel transportieren, weißt du? Ja, Holz reinladen und so weiter und so fort. Ich musste gerade, ich. Du bist schon wieder verloren gegangen. Ey, du bist wie so ein kleines Kind, ne? Nee, ich crafte gerade. Du gehst dauernd verloren. Ey, warte mal. Ich crafte hier für dich. Ja. Komm her. Ich will die Sachen loswerden, sonst kann ich mich nicht bewegen. So. Warte, nicht. Machst du das Dino-Inventar? Ach, scheiß drauf. Nein. Mann! Viel Spaß. Hat auch geklappt. Ja. Hans-Peter. So, danke dir. Bleib ruhig. So, Dodo. Okay, ich park den hier mal eben. Und da vorne ist der andere. Ich guck mal, was für ein Level der ist. Und dann mache ich wieder Taktik hier, ne? Ich hau den. Hast du denn noch Narkosemittel so? Weil ich habe 11 Pfeile. Ja. Hab ich 3. Okay, aber die brauchen wir für drin oder können wir da auch einfach Bären reinlegen? Der ist Level 6, der ist super easy. Okay, komm. Wo ist er? Hier, vor mir. Hä, warum sehe ich denn hier deinen Namen? Da! Alter, okay, hast du die Range ausgestellt? Vielleicht irgendwie. Aber nee, ich glaube, ich bin einfach blind. Okay, let's go. Pullst du ihn? Nö. Okay, dann mache ich das. Du hast den Fernkampf. Ja, pull doch. Ich ziehe den nur einfach weg von dir dann. So, warten kurz. Nicht verschießen. Okay. Warte. Okay, er hat mich. Ja, ist schön. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich verarsche dich nur. Aber ich habe. Warte. Lauf. Alles gut. Er ist knocked. Wow, das okay. Echt schnell. 5 Pfeile. So. Der Sattel ist im anderen Dino-Inventar, ne? Wir müssen da keine Narkobären reinlegen, oder was? Nein. Krass. Okay. So, ich habe mal den anderen geholt. Mach das. Der müsste jetzt eigentlich ruckzuck müsste der gehen. Das dauert nicht lang. Okay, dann zeig mal her den Sattel. Da. Alter, warum hätten wir Dodo hier so viel aus? Jo. Eine Beere 13%. Easy. Das ist gut. Ja. Ja, diesmal wird der auch hoffentlich nicht angeknabbert von irgendwem. Mhm. Ja gut, aber das ist eh egal. Weil der so low level ist. Also der ist jetzt wirklich nur ein Muli so. Oh, hier ist irgendwas, was ich. Was bist du? Dilo ist das. Echt? Der Spucker, ja. Oh, okay, krass. Oh, der hat wirklich vorgezielt, Alter. Ja. Aber tot ist er trotzdem. So, okay. Was brauchen wir hier? Wir haben noch mal ein paar rohe Fleisch. Stacks. Ich werde jetzt hier einfach so viel, dass wir nie wieder
nicht verdorbenes, nie wieder verdorbenes Fleisch brauchen. Ja, das verdorbene Fleisch verstirbt ja auch, ne? Oh, stimmt, scheiße. Okay, da müssen wir uns also jetzt... Also es geht schon, ne? Okay, okay. Also den, der braucht eine Weile, bis er... Wir haben den zweiten Dino quasi gleich. Und ja. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich überhaupt nichts Sinnvolles mache. Weil wir halt... Ja, wir haben noch die Base noch nicht, ne? Aber jetzt haben wir ja erstmal den hier gezähmt. Und okay. Sobald wir bei Base sind, dann holst du Rohstoffe und ich bastel die ganze Zeit wie ein... Ja, Bier. ich habe halt auch jede Menge Scheiße und ich kann halt schon Metall machen, aber wir haben halt einfach... Ich glaube, ich brauche hier einfach mal einen Schmelzofen, oder? Nein. Viel zu ressourcenintensiv jetzt für einfach nur hier rum. Ich mache gerade noch mal ein bisschen Gammelfleisch. Auch so viel Gammelfleisch noch. Das ist, als wär ich ein Dönerladen damals. So. Fundament aus Stein können wir jetzt auch machen. Ich könnte damit halt noch mal ein bisschen leveln. Ja, dann kannst du es mir geben und ich bastel uns die Base. Ja, ich werde mal ein bisschen leveln. Ja, aber mach dir jetzt das Inventar nicht so voll. Du kannst dich kaum bewegen dann jetzt. Ich habe es ja nicht so schnell geht es dann doch nicht. Du bist so ein bisschen übereifrig, muss ich ja, sagen. Ja, es ist halt, ich habe das Gefühl, ich verschwende gerade Zeit, weil wir hier... Ja, warum denn? Ist so völlig okay alles. Ah. So, wir können noch das Inventar ein bisschen ausmisten, was wir nicht mehr brauchen. Ah, das ist gerade, ist mir das doch zu wenig. So... Marco, wir haben noch verdorben, dass wir ja auch die ganze Zeit keine Narkose machen. Ich weiß es nicht. Aber das muss so. Na gut. So, was haben wir hier? Der ist gleich fertig. Das ist schön. So, auf die Map geguckt. Ja, und in der Metallaxe ist es halt auch schwer, genug Steine zu farmen. Ich glaube, ich habe Steine noch in die Dino reingelegt. Kannst du mal gucken? Ja. Ist im Hans-Peter was drin? Ja, 22. Okay. Ich habe auch nochmal. Sind 50 jetzt. 47. Okay, ich komme. Ich würde sagen, ich eile, aber wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Was misstest du denn hier immer aus? Bären. Oh, ja. F. Ja, das Thema hatten wir ja schon mal. Ja. So, der ist jetzt noch einmal, dann ist er fertig. Stein. Wie nennen wir den? Peter Hans. So. Hast du nochmal Stroh und Holz für mich? Das ist auch da drin. Ach, fantastisch. So. Holz, Stroh. Jetzt kann ich das Ding hier einmal bauen. Okay. Alter, ein Fundament aus Stein damit zu bauen, muss aber auch ein Spaß sein. Ja, jetzt hältst du den ganzen Betrieb auf hier, ne? Warum? Weil du dich auf den Ding setzen sollst und dann gehen wir los und suchen uns eine Base. Ja, gut, okay, dann machen wir das. Zack. So, also, jetzt Gewicht und Ausdauer. Ach, das ist deiner, ne? Ja. Ach so, ich komme aber nicht ran an den. Wie kann ich den ranpfeifen? Bist du so voll? Ja, warte, ich leg ein bisschen was in deinen Dino. Bleib also, hier! So, exakt. Boah, wie lieb ich bin. Ja, sehr freundlich. Let's go. So. So, ich hätte... Warte mal, lass uns mal hier reingucken. So ein bisschen ins Landesinnere. Ich bin jetzt First Person, oder was? Ja, scheinbar. Irgendwas hat er verändert, weil vorhin war es ja noch. Deswegen habe ich ja gesagt, ich stehe einfach auf meinen Dino. Ich bin einfach runtergegangen. Okay. So scheiße, Alter. Wieso folgt der mir immer noch? Der soll mir nicht mehr folgen. Du willst du immer noch hier Höhle oder was? Nee, ne? Nein, da rein jetzt. Aber pass aufs Gewicht auf, nicht, dass der zu viel jetzt mitnimmt. Na gut. Aber ein bisschen Farm auf dem Weg wäre echt sinnvoll. Ja. Du kannst schon nicht mehr, oder was? Ja, ist ein kleiner Dino, du. Da braucht noch ein bisschen Training. Ja, hier finde ich eigentlich gar nicht so ungeil, oder? Was hast du? Ja, aber hier haben wir ja keine Front gesichert. Hm. Um uns herum sind... hier rechts, da sind zwei Adler und zwei T-Rexe. Wirklich? Ja. 100 Meter raus.
Mann, siehst du da? Ach, benutzt du die ganze Zeit ein Fernglas? Nein! Ich kam hier gerade um die Ecke. Okay, dann lass mal nach links, oder? Ja. Ich würde sagen, wenn T-Rex rechts sind, aber ich meine, an sich ist es nicht schlecht. Nee, das sind Allosaurus. Ist das gut, schlecht? Die sind ein bisschen. Aber die sind immer. Oh, uff. Alter, die zerpflücken die Adler ja richtig. Ja. So, jetzt warte mal. Lass mal hier gucken. Hier ist zwar eine Steigklippe. Die kommen. Lauf, lauf, lauf. Da kommen wir nicht weg mit den Dinos. Ja, gut, ich hab dich auch nur verarscht. Alles gut. Alter. Mann. Kannst du nicht machen mit dem alten Mann. Okay. Aber hier sieht doch schon besser aus, weil wir haben eine Klippe hinter uns. Ja, oder? Genau, das meine ich. Aber ich meine, das hilft halt auch nicht, ne? Doch. Boah. Komm. Jetzt sag mir nicht, dass das kacke ist hier. Das ist schon ziemlich kacke, ja. Warte mal. Guck mal. LOL. Ja, aber kommt hier ein T-Rex lang? Alter, das ist mega gut. Holy shit. Guck dir das mal an. Ist das hier ein Metallblock? Nee. Nee, das ist ein Stein, den können wir weghauen. Ja, lass den mal weghauen. Ja, aber den Baum nicht hier vorne. Achso, warte mal, nee, wir werden sonst zu voll. Ja, ja komm. Oh. Hast du mich gerade geschlagen? Nein. Ey, was soll denn das? Auf, Mann! Ich bin schon wieder am Schlafen. Okay, aber ich brauch dich leider dummerweise. Warte mal gerade. Alter. Warum sind deine Bären eigentlich immer so, werden immer weniger? Ja, ich hab keine Ahnung, wer die dauernd verbraucht. So, du bist über LAN, aber das ist mir egal. Ja. Die Steine schmeiß ich einfach so, hier raus. Machen wir unsere Base hin. Komm, das ist doch mega geil, oder nicht? Ja, aber kommt hier ein T-Rex hin? Ja! Schau mal, wir sind ja mit den dicken Dinos hier vorbeigekommen. Aber dieser Baum, der hier davor steht, das ist halt komplett OP. Ja, ich weiß nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber hier über uns auch, die können halt da hoch. Und wenn die da oben sind, können die uns halt mega beschießen und so, ne? Wie können die da hoch? Das ist eine andere Frage. Da können die überhaupt nicht hoch, können die nicht. Oh, da unten ist ein Adler. Ja. Das Einzige, wo die hochkommen könnten, wäre hier an der Seite. Und da kann man auch noch vernünftig bauen. Das ist mega geil hier. Lass uns unsere Basis hier machen. Also ich glaube auch, dass es recht unauffällig ist. Dadurch, dass es so gut getan ist. Machst du mir mal Basis, Fundamente? Was denn für welche? Stein, natürlich. Stein? Fundamente? Stein. Ja. Alter, das dauert 10 Jahre, bis ich dir da ein paar gemacht habe. Ja, was denn sonst? Ja, mach erstmal einfach nur Holz, oder? Ja, gut. Dann machen wir erstmal nur Holz. So. Dann muss ich aber auch den... Warte, wie lange haben wir noch? Oh. Wir haben noch 2 Minuten, Alter. Okay. Okay, also was ist denn dein Plan? Du willst hier vorne einfach eine Mauer ziehen, oder was? Nee, gar nicht. Ich hätte das jetzt einfach hier hingebaut. Das ist unsere erste kleine Operationsbasis. Okay. Also du meinst hinter... Oh, weil nicht. Das hier so dicht ist, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, man sieht das. Es wird aber eine richtig kleine Base, ne? Ja, schon klar. Das ist eher ein Haus. Schon klar, aber die ist super halt zu verteidigen. Das ist halt wirklich ein Häuschen. Aber wir können ja auch in die Höhe bauen ein bisschen, weißt du? Ja. Machen mehrere Stockwerke, also das reicht locker. Hier geht halt auch noch, siehst du hier diesen Vorsprung? Ja, aber das finde ich jetzt, das ist so Gentleman's Agreement, ne? Ach so, ja gut. Ja. Ja. Aber ich meine, wenn wir hier was bauen, dann ist halt echt ganz gut geschützt. Jetzt ist die Frage, ob wir nicht direkt an diesen Baum hier bauen. Warum denn? Weil wir dürfen hier halt niemals was abholzen, ne? Nee, das nicht. Wir bauen dann hier an der Wand, dann haben wir eine Wand schon mal safe. Ja, aber da sieht man uns halt vom Strand aus, ne? Das ist ja nicht so schlimm. Das klappt ja gut. Der muss ja erstmal hinkommen hier. Ja, ich würde sagen, Wohnungsbesichtigung bin ich zufrieden mit, ja. Das ist Osten. Wer geht denn da am Osten vorbei? Hier vom Wald? Warum kann ich denn meine... Ah, okay. Ja, das stimmt wohl, ne? Also es ist zumindest ein bisschen unauffällig. Vom Strand aus wird man es sehen, aber ich würde sagen, vom Strand aus können wir, wenn wir ein bisschen, wenn wir es hier an die Seite bauen. Oh. Hast du noch Fasern? Hä? Hast du noch Fasern? Ich denke, ja, irgendwo. Kannst du den Dino packen? Nee, ich habe hier gedroppt. Boah, nicht droppen, Junge! Oh ja, jetzt bin ich jetzt im Inventar. Das muss ich dir gleich abgewöhnen, du. Ja, warte, ich mache hier noch ein paar ins Dino-Inventar. Ich leg doch mal wieder mal Leder. Holz brauche ich auch. Holz habe ich nicht, aber Holz war noch im anderen Dino, glaube ich, ein bisschen was.
Ja, okay, also Leute, das sind die letzten 20 Sekunden, deswegen, ne? Wir haben, glaube ich, etwas gefunden. Ich meine, es ist jetzt, es ist vielleicht nicht das, wo wir unser Leben lang bleiben werden, aber das ist hier auf jeden Fall eine Base, die funktioniert. Ich würde wirklich vorschlagen, dass wir hier an der Seite Richtung Wald komplett bis zum Ende bauen, hier, ne? Siehst du, wo ich bin? Ja. Und hier nicht so. Nee, ich verstehe, was du meinst. Ja, Parallaxe und so. Quasi, ja. Und dass wir das dann so machen. Wenn uns hier wirklich jemand pushen wollen würde, haben wir da auch echt gute Möglichkeiten, uns zu verteidigen. Und wir können im Zweifelsfall auch echt simpel entkommen. Ja. Und wir haben ja eben gesehen, dass da hinten auch Fleischfresser in der Gegend sind. Was jetzt natürlich nur semi-cool ist, aber so einen Spawn zu haben. Ich weiß gar nicht, was das war, was du da gesehen hast. Oh Gott, ich bin fast runtergefallen. Oh, das ist mir vorhin auch passiert. Da war fucking super close, Alter. Ja, Mann. Alter. Okay, das ist cool. So, ich bin ein bisschen irritiert, weil die halbe Stunde ist jetzt eigentlich schon durch. Soll ich mal Max fragen, ob er jetzt die 5 Minuten noch drauf macht? Ja, macht er wahrscheinlich. Also ich meine... Ja, stimmt. Lass uns einfach in der Pause einfach kurz abmoderieren. Ja, dann machen wir es einfach so. Ja, dann ziehen wir hier noch ein bisschen durch. Also du baust, was brauchst du für Ressourcen? Holz. Okay, dann werde ich mal ein bisschen in den Wald reingehen dafür. Kann ich mir nicht so einen Typen hier mitnehmen? Na klar, auf jeden Fall. Das ist super Tragedino. Wie pfeife ich den her? T. Mit U kannst du alle wieder wegpfeifen, also dass sie stehen bleiben quasi. Du musst draufziehen und T drücken. Genau. Peter Hans, nicht runterfallen, bitte. Ach komm, ich glaube, ich reite dich heute. What she said. Was? Peter Hans? Okay, krass. Okay. Sehr entspannte Steuerung. Also da muss ich sagen, da mache ich mir nie Sorgen drum, dass da irgendwas schief gehen könnte. Also ich glaube, die Bäume, die hier direkt davor stehen, die können wir eigentlich abholzen. Nee, ich bin dafür. Weil das sind wirklich nur die Stämme, die Baumkronen, die hier durchragen. Das sind die... Nee, ich würd hier möglichst viel wirklich freilassen. Okay. Einfach weil es so genial ist, dass es hier so dicht ist. So, es ist ja sonst hier nirgendwo so dicht. So. Oh, Alter, du bist mir echt zu langsam, mein Kollege. Folgst du mir jetzt noch? Ein Leder. Okay, hier würde ich dann wieder abholzen, ja. Holz, Stroh und Fasern brauche ich. Ne? Fasern habe ich noch ordentlich. Stroh eigentlich geht. Holz ist jetzt erstmal die größte Sorge. Ja, die Sorge löse ich. Sobald meine Axt wieder ganz ist. Ja, und dann da müssen wir nächste Folge ist dann halt ganz, ganz massiv für Base, ne? Also halt, wir haben halt dann die Ressourcen. Metall haben wir halt da nicht in der Ecke. Aber da müssen wir halt nochmal gucken, wie wir da hinkommen. Der Adler. Bist du tot? Nee, noch nicht. Noch hat er keinen Bock. Komme ich jetzt wirklich nicht ran, wegen dem Millimeter? Aber ich glaube, ich bin in seiner Aggro-Range. Der hat die ganze Zeit irgendwie Bock. Naja, aber den können wir ja auch noch ausschalten, ne? Ja, ich hoffe. Ja, also da mache ich mir jetzt wenig Sorgen, dass wir den nicht down kriegen. So. Ist das jetzt wirklich dein Ernst, dass du nicht, dass der nicht näher kommt? Kann ich denn irgendwie noch sagen, komm noch näher? Naja, der hat so einen gewissen Folgeabstand, den kann man auch einstellen. Aber so noch näher ist halt immer schwierig. Also du musst schon vorher gucken, dass du dein Zeug los wirst. Scheiße, ey. Mann, das ist ja jetzt super ätzend. Okay, was kann ich hier nicht reinfüllen? Mein Metall. Ah, ich kann den aber auch noch Gewichtsskillen oder sowas, ne? Ja, ja, genau. Bewegungsgeschwindigkeitsskillen? Nee. So, meine Freunde. Ach so, das war's tatsächlich. Ja. Ja. Ne, damit war's mit der Folge. Wohnungsbesichtigung erfolgreich abgeschlossen. Ihr merkt, ich war zwischendurch ein bisschen unzufrieden mit dem Tempo, aber ich finde, wir haben es doch ganz gut gelöst. Wir wissen jetzt, wo die Base hinkommen soll. Wir bauen sie dahin. Und nächste Folge, nämlich morgen beim Alex, da wird es um Base-Einrichtung gehen. Der baut die, also schaut auf jeden Fall vorbei, weil ihr das dann aus seiner Sicht seht. Und ich werde fleißig Ressourcen abbauen. Also schaut auch da wieder ein. Tschüss. Und dann bei mir am Freitag wieder.